Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Marcel darf es. Also, heute gibt es wieder einen Vlog, weil ich im Auto wieder bin. Mit dem Herrn Böhm. Mit dem Herrn Typen da, hallo. Hi. Und wir sitzen heute auf der Nordtribüne. Also mal eine andere Tribüne, nicht Süd oder West, sondern Nordtribüne. Über den Wippkopf dort sollte man sitzen. Und dieses Fleischenticket. Wir holen jetzt erstmal noch ein geiles Brötchen oder irgend sowas. Bis gleich. Jetzt erstmal einen richtig geilen Apfelkuchen gönnen. Und eine Stulle oder was das ist, ein Kipferl oder was auch das ist. Schokokroissant, der ist geil. So und herzlich willkommen zum Vorbericht beim Spiel zwischen 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel. Fangen wir gleich an. Die Tabellensituation sieht so aus. Kiel weiter oben Richtung Aufstiegskurs. Lautern Mitte bis trendmäßig weiter runter Richtung Abstiegskampf. Also für beide Mannschaften sind Punkte relativ wichtig. Für die einen halt für den Aufstieg, für die anderen nicht, für die Klasse zu halten und so. Jetzt haben wir erstmal, wie oft der Aufeinandertreffen. Gab es 8 Spiele. 5 Siege für den 1. FC Kaiserslautern, 2 für Holstein Kiel und 1 Unentschieden. Der Marktwert liegt gerade bei Holstein Kiel und dem 1. FC Kaiserslautern bei ungefähr 22 Millionen derzeit. Und der Spielort ist Betzenberg, das höchstgelegene Stadion in Deutschland. Also gute Stimmung. Außerdem ist heute das erste Spiel vom Touré, der was vertragslos war und vorher bei Eintracht Frankfurt und damit die Europa League mit ihm gewonnen hat. Der ist heute auch das erste Mal mit dabei und auf der Bank. Mal schauen, was da kommt, ob er es reißt, ob er reinkommt. Mal schauen. Und dann gebe ich weiter an mich selbst in der Außenreportage. Ich glaube, wir haben uns minimal verfahren. Ich glaube, wir fahren nicht am Betze. Da liegt überall Schnee. Ich glaube, wir fahren an den Nordpol. Weihnachtsmann, ich komme! Digga, vor alles grün, jetzt liegt auf einmal überall Schnee. So, ich fühle mich hier alle über Schnee. Also, es ist zwar langsam Winter. Und normal kommt der Schnee erst, wenn wir uns im April so rum. Normalerweise. Aber ich würde sagen, Weihnachtsmann, willkommen! Und 5 Meter weiter liegt hier wieder gar nichts. Digga, entscheidet euch mal. Ich glaube, wir sind doch richtig. Verdammt, Hacke. Voll lieber zum Weihnachtsmann. Du bist jetzt angekommen. Was tippst du heute Spiel? 3-1. 3-1? Für die FCK. Ja. Ich hoffe auch auf ein 2-1. Ich glaube aber, dass es ein 2-2 oder ein 3-3 wird. Nach der Leistung letztes Mal. Wo man vorne liegt und einfach noch einen drauf bekommt. Viel spannend, aber ich bin ehrlich, wichtiger wird das nächste Spiel sein im Cup. Das wäre wichtiger, finde ich, als jetzt die Liga, oder? Also, alles Freude bist. Da stimme ich dazu, ich meine, so Liga wird jetzt aber nicht sein, dass man aufsteigt so dabei. Ja. Also der Cup, wenn man weiterkommt gegen Nürnberg, war schon cool. Ja, ja, Geld ist wichtig, ja, stimmt. Wenn wir dann die Cup-Finale gegen Saarbrücken, oder wie? Dann rausschmeißen. Die sind nicht raus jetzt. Hä, hey, warum Saarbrücken im Cup-Finale rausschmeißen? Das wäre lustig. Das hätte was Lustiges. Aber ich sage, wir sind jetzt später, geht was essen. Bis dann. So, ja, damit es keine Verwirrungen gibt. Mein Mitstreiter am Anfang, der Thomas, der hat eine andere Karte, der ist auf der Westkurve. Ich habe nur eine für die Nord bekommen, deswegen nicht wundern, dass wir nicht zu zweit sind. So Leute, wie ihr seht, gibt es da wahrscheinlich Choreo. Wird ein richtig geiles Spiel. Viele sind noch nicht da, also wird das der Gästeblock. Also ich freue mich schon, weil das Lustige ist, Spielerbänke, Tunnel und der andere Spielerbank. Da die Westkurve, also da wird es die Chore geben, schon noch relativ cool schon aus. Wir sind Betze schon anwesend. Ja moin. Die sind auch gefühlt immer da, eigentlich immer. Also vorher schon die Ultras gesehen unten noch vom Stadion. Das Geilste ist, da oben sind halt noch die Kamerateile, da oben schon die Kameras. Was hat schon was Cooles an sich. Also ich würde sagen, ich hole mir jetzt auch noch eine Bratwurst, die habe ich mir vorher nicht geholt. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Jetzt erstmal eine geile. Geile Currywurst. Was ich aber sagen muss, was ich halt richtig geil finde, die Erdtribüne da und auf der anderen da fertig, gibt es meistens eine Bratwurst, Sahne-Pizza und so, den ganzen Zeug da. Auf der Tribüne gibt es einfach fucking Burger und Pferde,
Knackwurst, so Pferde-Spezialitäten oder halt schon was relativ Geiles. Gerade verbreiten sich da gerade im Block dahinter. Also, boah, ich glaube, das wird ein spannendes Spiel, angeblich 300 Kilo nur. Man muss aber auch sagen, für die Distanz ist das, man muss halt trotzdem, auch wenn es nur vielleicht 300 sind, Kiel hat eine beschissene Anreisezeit, das muss man sagen, über fast 1000 Kilometer circa. Ganz im Norden deswegen, schuldest du nicht mal. So, man muss auch jeden Respekt zollen, der was da eigentlich kommt. Also es ist doch nicht selbstverständlich. Die Spielpläne sind jetzt draußen. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich sie hier ein. Und was mir aufgefallen ist, Jan Fried, der Abendspieler bei Jabba Kiel. Und dann noch Benedikt Bichler, ein Ex-Austrianer. Touré, also der Neuzugang von Lautern, der ist immer noch auf der Bank. Also der wird vielleicht reinkommen und wird mein Leben. Heute spielt die anderen auch noch. Also, es wird ein cooles Spiel mit der österreichischen Beteiligung. Grüße gehen raus mit dem DFB, kann man sagen. Na Spaß, alles gut, vielen Dank. Ich bin gleich da. Das sage ich als Österreicher, null. Gut zu wissen. Der Fanclub Generation Lucifer, 20. Jubiläum. Da gibt es eine richtig krasse, geile Choreo eigentlich. Also, die hat schon was, die Choreo. Ole, Kaiserslautern, ole, Kaiserslautern, ole. Von Lautern. Ja. Die machen auch ganz schön Lärm für kleines Verhältnis, also kann man schon machen. So, jetzt geht die Mannschaft in die Spielwelt. Aber es ist doch schon was Geiles, Victor. Ja. Für Kiel, für einen scheiß dummen Patzer vom Innenverteidiger. Also, das ist scheiße. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich das von außen gesagt habe, irgendwie so, oder nicht direkt, aber gedacht habe, was wäre, wenn Dominik Pichler Kiel zerfällt. Wenn Dominik Pichler halt das Tor gegen Lautern schießt. In gewisser Weise muss ich jetzt meinen Lust in die Lanze halten, weil das Nationalteam und so, aber Lautern, das ist die Frage. Ja, war es nicht. Weiter geht's. Tor für Holstein, ja, für Neustadtstein. 0 zu 1 tauschen Sie mit der neuen Benedikt Bichler. Sorry, Benedikt Bichler. Also, ja, ich hab's voraus, es war der Benedikt Bichler. Also, muss ich was sagen, laut uns sehr anfällig, Fehlern gerade. Also wirklich. Kiel ist spielerisch ein bisschen besser, einfach laut und zu viele Fehler macht und schwere Fehler. Jetzt hätte ich jetzt 3-0 stehen können. Kann ich. Holstein-Kind. Man muss sagen, es ist klar verdient. Also, als anderes darf man hier auch nicht sagen. Also, Lautern spielt die Chance, schenkt ihnen eigentlich die Chance. Also. So Leute, kommen wir zur Halbzeitanalyse. Es gibt nicht viel zu sagen, außer dass Kiel einfach deutlich besser ist und Lautern zu viele Fehler macht. Schwere Fehler. Mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich sage, schalten wir die Außenreportage wieder zu mir selbst. Bis dann. So, man sieht aber wirklich, geht einige aus dem Stadion und gut nicht, aber nachdem man tief ist, 3-0, mit so einer Schwachleistung kann man es den meisten nicht verübeln. Man macht es nicht, aber verlustmäßig kann ich es verstehen. Also also Holstein Kiel hat einfach verdient gewonnen, das muss man einfach sagen, laut mir nichts wissen. Wenn ich jetzt kein Auto mehr mache, wünsche ich die Kessel alles Gute, danke fürs Zuschauen. Man sieht sich, wenn noch was kommt, dann wisst man sich an der Seite, das ist einfach damals gesagt. Schön, bis dann.